sponsored@mine-hosting.eu. Ich finde, also ein richtig schöner Song für nebenbei laufen, wenn du Fortnite zockst, ne? Ist das nicht Copyright? Also das Ding ist, ne? Ich hatte vorher eigene Copyright. Ich hab den Song, ne? Anfangs, ich hab den Song so auch ab und zu mal gehört, so, ne? Aber ich hab auch einen Tag lang so bestimmt jedes Mal raufgeklickt, um einfach den Song zu hören. Meine Mutter. Das haben ja auch krank viele Reactions, das hat ja wirklich jeder. Ja, da so viele. Alter, ist echt krank. Ja, ich fand das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand alle React-Videos geil, auch wenn das so konstruktive Kritik war, wenn die nicht positiv geäußert haben. Das Einzige, wer mich wirklich heftig genervt hat bei React-Videos, war Concrafter. Ja, ich wusste, was du sagst. Weil ich sag dir ganz ehrlich, er hat halt nur so negative Sachen. Erstmal, er hat nur negative Kommentare eingeblendet und er hat den Song noch nicht mal verlinkt. Was für ein Ehrenmann, ne? Ja, das finde ich schade. Weißt du, er macht's auf mein... Leute, guck mal, das ist so... Ist natürlich auch für mich Werbung, wenn Concrafter Luca auf den Song reagiert. Ist das krass, Bruder, weil guck mal, der hat 3 Millionen Abonnenten oder so. Das ist nochmal richtig krass Reichweite für mich. Aber das Ding ist halt, er verdient mit diesem Song, weil ich hab gesagt, pass auf Leute, ich hätte mit dem Song so viel Geld verdienen können, für die Leute, die sich gefragt haben, was der Videodreh gekostet hat. Das wollte ich eigentlich auch sagen, so stell dir mal vor, 1 Euro pro Download, Alter. Nee, ich hab den ja zum Download angeboten, die Leute, die mich wirklich supportet wollen, konnten den Song auch kaufen, ne? Hab ich gesagt, okay, gut, wer mich wirklich unterstützen will, kann den Song gerne downloaden, aber man kann den natürlich auch kostenlos auf Spotify hören, ne, Freunde, also von daher, alles easy. Und, ich hab alle YouTuber, die ich erlaube, also ich hab ja jeder kann ein React-Video über den Song hochladen, ne, wie er möchte. Und ich hab gesagt, okay, ich hätte Content-ID einstellen können, quasi jeder, ein React-Video hochlädt, von jedem bekomme ich die Werbeeinnahmen. Boah. Oder, und alleine schon bei iCrimex, der hat ein 10-Minuten-Video rausgehauen mit über 1 Million Klicks. Das wäre richtig ordentlich Cash gewesen. Aber ich habe gesagt, pass auf, Digga, sollen die React-Videos machen, mich interessiert das Geld nicht. Sollen die ruhig auf ihren Nacken sich das Geld einstecken, ne? Luca hat auf dem Video 500.000 Klicks, 10 Minuten. Bruder, er wird auf jeden Fall schon den ein oder anderen 500er gemacht haben. Ja, keine Ahnung, was seine CPM ist, aber er wird auf jeden Fall schon... Einen Huni wird er mindestens gemacht haben, ne? Und da habe ich gedacht, okay, als Ehrenmann könnte man da wenigstens den Song verlinken, hat er leider auch nicht gemacht. Aber gut, okay, ist halt... Ja. Oder ich gönne ihm seinen Hack, soll er damit froh werden. Sein React-Video, Digga, hat er schnell gemacht auf entspannt. Ich gönne da nicht jeden wundern, sein. Ich habe links weggemacht. Und für die Leute, die denken, ich habe mit dem Song mega viel Kohle verdient, Bruder, ich werde damit reich. Also aktuell... Der sah so aufwendig aus. Wenn man die Einnahmen von YouTube nimmt, die Einnahmen, die wir auf Spotify etc. erzielt haben mit den Vorbestellungen und so, bin ich immer noch im Minus mit dem Song. Aber das ist mir egal, weil ich den Song für die Community gemacht habe, weil ich gesagt habe, okay, das ist ein cooles Projekt, das werden die Leute, die mich abonniert haben, werden das vielleicht feiern. Ja? Und der Videodreh hat Pi mal Daumen 10.000 Euro gekostet. Der Videodreh, ich habe da extra ja den Thomas einfliegen lassen aus Köln etc. dies, das. Einfliegen, so weißt du, private Jet. Grüße gehen raus, Bruder, ich habe den noch nicht mal bezahlt. Wieso bestimmte Tiere aus Muss ich noch Portugal überweisen heute oder morgen, weil ich mal heute... Eigentlich wollte ich gesagt, ich überweise ihn morgen. Und ja, wie gesagt, Freunde, ne? Falls jetzt Leute denken, boah, Bruder, du hast so viel Geld mit dem Song gemacht, du bist Millionär. Ist nicht so. Also aktuell, wo ich gestern geguckt habe, Leute, waren wir noch im Minus. Aber wie gesagt, ist mir relativ egal, ob ich jetzt mit dem Song Geld generiert habe oder nicht. So.